ja, was hat das denn mit Abnehmen zu tun? Mhm. Und das ist halt leider Gottes, die Frage kommt einfach nur, denke ich, deshalb, weil leider Gottes es auch so ist, dass die normale Diätindustrie, und da spreche ich halt eben Weight Watchers und Co. einfach an, die da gar nichts mit am Hut haben. Also mit Umdenken, warum sollte ich lieber, also warum zum Beispiel, warum sind Fette gut, warum sollte ich die essen, aber nicht alles, nicht jedes Fett ist gleichwertig gut, solche Sachen. Und deswegen fand ich das gut, dass du das dann auch mit reingebracht hast und auch die ganze Sache mit der Dankbarkeit, weil es einfach, es lässt einen einfach sich besser fühlen. Also ich mache das jetzt mit der Dankbarkeit seit ein paar Wochen, immer abends. Ich habe mir extra hier ein Buch. Habe ich selber designt. Oh, sieht schön aus. Cool. Und da schreibe ich halt immer jeden Tag einfach so viel, wie mir einfällt. Also ich begrenze das gar nicht auf 3. Aber ich versuche natürlich Minimum 3. Aber wenn mir 4, 5, 6 Sachen einfallen, die positiv sind an dem Tag, dann schreibe ich die auch auf. Und man fühlt sich einfach besser. Ja, ne? Ja. Das ist ja auch das. Das habe ich auch in dem, glaube ich, in dem Video gesagt. Man fühlt sich einfach besser, weil der Fokus ist weg von dem Speck. Sozusagen, der Fokus ist weg von allem, was mir nicht gefällt an mir selber, und geht hin zu, okay, was gefällt mir an meinem Körper? Ja. Dass ich, vielleicht, dass ich sogar, ne, überhaupt lebe, dass ich Füße habe, die mich, wo ich walken kann. Ne, ob ich mich jetzt entscheide, das zu machen oder nicht, aber ich könnte es, ja. Es gibt Leute, die können das nicht. Ja. Also diese ganzen Sinnesorgane, normale Organe und so weiter. Mit der Dankbarkeit, ich glaube, da tun sich auch schon Leute schwer. Ich habe das ja auch früher so gehört, ja, Gratitude, Dankbarkeit, aber was bedeutet das wirklich? Das ist wirklich ein Gefühl. Und dann habe ich, glaube ich, mein YouTube-Banner mal wieder angeguckt, oder mein Slogan heißt ja Abnehmen, gesund sein, wohlfühlen. Und dann dachte ich mir, okay, aber wohlfühlen muss ja nicht zwingend erst sein, wenn man sein Ziel erreicht hat. Genau. Zum Beispiel, wenn man das Ziel erst im halben Jahr erreicht, was ist mit dem ersten, was ist mit dem halben Jahr? Fühlt man sich in der Zeit einfach nicht gut? Das ist doch nicht in der Sache, weil dann kann ich ja eine normale Diät auch machen, weil da fühle ich mich ja auch beschissen, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Und dann dachte ich mir, ja, also mir hat es geholfen auf jeden Fall, und ich habe jetzt auch ein richtig, muss ich mal holen, ein Buch gekauft. Das ist wirklich, da geht es nur um Dankbarkeit. Ich wusste gar nicht, dass man so viel über Gratitude und Dankbarkeit schreiben kann. Und ich merke auch, wie da so ein bisschen meine Denke dann noch mehr hingehend sich verändert, dass es sich irgendwie irgendwann mal richtig in meinem, ich sag mal, Unterbewusstsein verändert. Ja, du merkst dann einfach auch andere Leute um einen herum. Ja. Es ist wie in diesem Buch, was ich gelesen habe. Wie heißt, also auf Deutsch heißt es Einwandfrei von Will Bowen. Ja. Und er hat das so beschrieben, dass wenn man viel meckert auch, also da gehe ich jetzt auch daran, an sich selber meckern, dass es wie Zigarettenrauch ist. Ja, und jetzt darf man in öffentlichen Gebäuden und so darf man so gut wie gar nicht überall rauchen. Und wenn dann jemand rauchen würde, dann würde man das sofort merken. Das fällt einem total auf, dieser Geruch. Und so ähnlich beschreibt er, dass dieses Meckern, dieses Kritisieren, dass wenn man aufgehört hat, selber an sich selber und an andere zu kritisieren und mehr die positiven Aspekte im Leben auf dich zu konzentrieren, dann wirst du Leute in deinem Umfeld merken, die eher auf der negativen Seite sind. Das fällt dir einfach mehr auf. Das fällt dir extrem auf. Und ich versuche da auch gar nicht so, mich mit einzubringen. Na, also entweder ich halte dann einfach meinen Mund oder ich verlasse das Gespräch, wenn es nicht unhöflich ist. Ja. Und von dem her, glaube ich, ist Dankbarkeit und vor allem Dankbarkeit sich selbst gegenüber ganz, ganz wichtig. Und das hat auch nichts mit eingebildet sein zu tun oder etwas mit egoistisch zu tun, weil ich denke, einen gesunden Egoismus ist ganz wichtig, dass man auch für sich gesund bleibt. So, dazu. Ja, und das heißt, wir arbeiten täglich an unserer Dankbarkeit, und das ist wirklich eine der Geheimwaffen beim Abnehmen, sage ich.
Und auch wenn es viele nicht glauben, aber es hat einen Grund, warum ich es mit reingenommen habe. Und es ist schwierig, wenn man nicht drei Sachen aufzählen kann, dann denkt man vielleicht viel zu kompliziert, denke ich, darüber. Da denkt man vielleicht, ich muss irgendwas super Geiles an dem Tag geschafft haben. Das ist damit nicht gemeint. Wenn du Essen hast, sei dankbar. Wenn du sauberes Wasser hast, fließendes Wasser, Heizung bei der Kälte, ein Dach über Kopf. Das, was man alles immer hört, aber nicht so wirklich verinnerlicht. Und dann für seinen Körper, dass man überhaupt die Möglichkeit hat abzunehmen, dass man davon weiß. Die Mythen zum Beispiel, weil viele, die haben keine Ahnung, was wirklich in ihrem Körper passiert. Und die machen eine Diät, nächste und sind dann in so einem Strudel drin und kommen da nicht raus, weil ihnen die passenden Informationen fehlen. Und ich denke mir, wenn man jetzt auf mich irgendwie stößt, das hat dann schon einen Grund, warum jemand mich findet. Verstehst du irgendwie? Ja. Da kann man auch dankbar sein zum Beispiel, weil ich erzähle ein bisschen andere Sachen als die anderen. Und es ist auch okay, dass es auch am Anfang ein bisschen komisch ist. Also ich hatte ein leeres Buch gehabt und das hatte ich mir halt einfach vorgenommen. Und es ist wie mit allem, was man halt neu anfängt, ist das ein bisschen anders, ist ein bisschen ungewohnt. Aber irgendwann kommt man dann einfach in Fahrt. Wenn man das ein paar Tage hintereinander gemacht hat, dann geht man auch weg von den offensichtlichen Sachen, wofür man dankbar sein kann und vielleicht für die weniger offensichtlichen. Dann stößt man auf Kleinigkeiten. Mir fällt es auch einfacher, das abends zu machen als am Morgen, weil dann einfach der Tag vorbei ist und ich dann den Tag durchscannen kann. Ich habe hier auch, also Dankbarkeit wird auch einfacher, wie du sagst. Es wird mit der Zeit einfacher, weil du mit der Zeit mehr findest, wofür du dankbar sein kannst. Und dieses Buch, das habe ich letzte Woche erst gefunden in der Buchhandlung und arbeite das zurzeit durch. Das heißt The Magic, also wenn jemand Interesse hat an dem Buch, kann man sicherlich online irgendwo besorgen. Vielleicht gibt es in der Bücherei bei euch das. Und es ist eine 28-Tage-Challenge und da geht es um die Dankbarkeit. Und da geht es auch viel mehr ins Detail, auch nicht nur die Dankbarkeit und wir sollen dankbar sein und das ist eine tolle Welt, sondern da geht es richtig Quantenphysik. Mhm. Was Quantenphysiker sagen, warum das auch funktioniert. Und genau. Zum Beispiel ist die wissenschaftliche Seite und das finde ich total spannend, weil man kann diese Sachen auch heutzutage erklären. Ja, das ist im Prinzip genau auch das und das hatte ich auch von einer Bodybuilderin gehört, die hatte diesen Tipp auch im Video gegeben, Anja Zeitler, glaube ich, heißt sie. Mhm. Und sie hatte gesagt, sie war mit einer Freundin im Fitnessstudio und ihre Freundin hatte sich eben vorgenommen, an einem Bikini-Fitness-Wettbewerb oder was mitzumachen und sie wollte sie dafür trainieren. Und sie hat trainiert und sie hat gesagt, aber irgendwann hat ihr Körper sich einfach nicht mehr verändert. Ja? Und sie hat aber Ernährung eingehalten und sie hat trainiert und dann hat die Anja gesagt, vielleicht ist es der Punkt, dass du gar nicht an dich selber glaubst. Dass du in deinen Gedanken, in deinem Unterbewusstsein einfach noch denkst, ich bin das kleine, dicke Mädchen und ich werde das sowieso nicht schaffen. Und wenn du einfach mal an dich glauben würdest und einfach mal positiv dir gegenüber zusprechen würdest, dann wird das auch funktionieren. Das ist im Prinzip, dass man eigentlich schon glauben muss, dass man seine Traumfigur hat. Mhm. Auch wenn es schwerfällt, man muss es einfach glauben, damit die Gedanken sich darauf konzentrieren. Genau. Und das habe ich auch ganz lange gebraucht und da bin ich immer noch dabei. Ja. Weil es ist einfach schwer, wenn du nicht das im Spiegel siehst, was du eigentlich sehen willst, schwer, dann zu sagen, ich bin das aber. Ne? Ja. Es ist schwer, ich weiß es. Aber mach es einfach. Und man muss es auch nicht laut sagen, man kann es auch noch für sich selber sagen, dass man im Prinzip wunderschön ist, dass man das hat, was man eigentlich schon haben will, damit man das dann auch bekommt. Genau. Wenn man das so verstehen kann. Genau. Und die Quantenphysik, die wird das auch erzählen, das ist so wie Van Gogh. Er sagt, also, first I dream my painting and then I paint my dream. Also zuerst stelle ich mir das Gemälde vor und dann male ich das so, wie ich mir das im Kopf vorstelle. Und so wie du jetzt gesagt hast, man muss sich das wirklich im Kopf
vorstellen, wie man sein möchte und so tun, als wäre man das jetzt schon zum Beispiel, damit man das auch irgendwann bekommt. So, das war jetzt genug zu dem Thema.